In diesem Video geht es um die Umrechnung von Längeneinheiten. Es gibt 8 Aufgaben und es steht immer die Einheit, in der die Zahl ist und die Einheit, in die sie umgerechnet werden soll. Also in diesem Fall von Dezimeter in Zentimeter. Probier das erstmal alleine, drück auf Pause, rechne die Aufgaben und du kannst dann mit meinem Lösungsweg vergleichen. Ich habe hier mal die Längenmaße aufgeschrieben, die man am meisten benutzt. Kilometer, Meter, Dezimeter, Zentimeter und Millimeter. Wenn man jetzt von Meter in Dezimeter umrechnen will, dann muss man mal 10 rechnen. Denn ein Meter hat 10 Dezimeter. Von Dezimeter in Zentimeter ist wieder mal 10. Also ein Dezimeter hat 10 Zentimeter und ein Zentimeter hat 10 Millimeter. Also immer eine 0 dranhängen oder das Komma um 1 nach rechts verschieben. Die Ausnahme ist hier bei Kilometermetern. Zwischen Kilometer und Meter kommt erstmal ziemlich lange nichts. Da gibt es keine gebräuchlichen Einheiten. Es gibt keine Einheiten für 10 Meter oder für 100 Meter oder sowas. Da ist eine Lücke und das ist mal 1000. Also ein Kilometer ist 1000 Meter. So, nach dieser Einleitung gucken wir mal auf die erste Aufgabe. 2,5 Dezimeter in Zentimetern. Von Dezimeter nach Zentimetern heißt mal 10, also müssen wir das Komma um 1 nach rechts verschieben. Das wären dann 25 Zentimeter. Nächste Aufgabe, von Meter in Zentimetern. 0,57 Meter in Zentimeter. Wir sind hier bei Meter. Ein Schritt zu Dezimeter wäre mal 10. Ein Schritt zu Zentimeter wäre nochmal mal 10. Also müssten wir das Komma um 2 nach rechts verschieben. Also wären das 57 cm. Dann 5,15 Kilometer in Dezimeter. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das würde kein vernünftiger Mensch machen, von paar Kilometer in Dezimeter umzurechnen. Das lassen sich nur Mathelehrer einfallen, so ein Quatsch. Aber wir machen das jetzt mal. Also 5,15 Kilometer in Dezimeter, das heißt, wir müssen von Kilometern erstmal zu Metern, das wäre mal 1000, und von Metern zu Dezimetern wäre nochmal mal 10. Also wir haben 1, 2, 3, 4 Nullen. Das Komma können wir um 2 nach rechts verschieben, müssen noch 2 Nullen dranhängen. Das wäre dann 5, 1, 5, Komma um 2 nach rechts und dann noch 2 Nullen. Und dann hätten wir Dezimeter. Jetzt kommt 328 Millimeter in Meter. Das ist das Umgekehrte. Wir sind bei Millimeter und müssen irgendwie zum Meter zurück. Das sind 3 Schritte. 3 Schritte zurück heißt, wir müssen das Komma um 3 nach links verschieben. Das Komma ist sozusagen hinter der 8. Das muss man sich vorstellen. 328,0. Das heißt, 3 Stellen nach links, 1, 2, 3 und wir landen bei 0,328. 0,328 Meter. 54 Zentimeter in Kilometern ist wieder so eine sinnlose Aufgabe. Von Zentimeter in Kilometern wäre 1, 2 und nochmal 3 wären 5 Stellen nach links. Also das Komma steht hier hinter der 4. 1, 2 und dann müssen wir noch ein paar Nullen davor schreiben. Ich schreibe das mal so. 1, 2, 4 Nullen schreibe ich davor. 5, 4. Jetzt zählen wir nochmal. Also von der 4, 1, 2, 3, 4, 5. Da muss das Komma hin. 0,00054 Kilometer. Dann 0,0025 Kilometer in Zentimetern. Wir sind bei Kilometer 3 Nullen oder 3 Stellen nach rechts. Noch eine, das sind 4 und noch eine sind 5 Stellen nach rechts. Also von hier 1, 2, 3, 4 und noch eine 0. Also 250 cm. 250 cm. 65,98 Dezimeter in Millimeter. Wir sind bei Dezimeter, müssen zu Millimeter, sind 1, 2 Stellen nach rechts. Also das Komma ist hier. 1, 2 wäre 6598 Millimeter. 598 Millimeter.
zum Schluss noch 1,005 Meter in Zentimeter. Wir sind bei Meter 1,2, also Komma um 2 nach rechts, von hier 1,2 wäre 100,5 Zentimeter. 100,5 Zentimeter. Und die Aufgabe ist fertig.